Assalamu alaikum, meine Lieben, hier ist wieder die Khadija. 2 Tage Pause. Jetzt geht's wieder. Na? Gucken wir mal nach der Moringa. Ich habe eine Überraschung für euch. Guck mal, die wächst und wächst und wächst, aber lummelig. Die wächst schneller, als das Holz sich bilden kann. Mein Mann sagt, er kauft Moringa 2 Meter hoch. Bin ich mal gespannt, wo er das herkriegen möchte. Ja. Wir haben den Schreiner da. Wunder gibt es im... Hä? Komm, hat der ein Motorrad? Wusste ich gar nicht. Oder habe ich es verdrängt? Gell, Fino? Waha! Wah! Oh Gott! Salamu alaikum. Ahlan. Helle Balek. Heya Hamel. Mich irkab. Mich irkab, lausa macht. Maschi. Fi baby goa. Na? ماشي حاضر دقيقة بس عايز اشوف هني das sind die Seitendinger, die kommen hier an die Seite und dann die Türe. وعلى فكرة بص قول في جرب في الحصان انت عارف دي جرب مش بعيد خالص. شوفي هنا. شوف هنا في دي جراب ومش شن عايزة وهو كمان في رجله عشان بعدين انت قلب بيه هو بس مش يلا فينو اسمه فينو يلا يلاك 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 تعال ما يا اومو ايه فينو قال فريال انت اتاك على اني يلا كم حبيبتي في حاجة في مهم ماشي هو في وقت صح ولا لازم دروة 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 فين دي guck mal so meine Lieben jetzt. Das ist der Schreiner Muniz, der endlich kommt. Der braucht hier so ein Stückle noch für die Oma ihre Türe. Ne? Und hier, die Kassar Kullu, macht er die Türe. Die steht schon hier schon mal, Alhamdulillah. Kann man wieder benutzen. Ach, ich bin so glücklich, Alhamdulillah. Ja, bis der kommt, hat lang gedauert. Erst war jemand krank, dann musste er ins Krankenhaus, dann ist jemand gestorben. Dann hat er gesagt, heute ist Sonntag oder morgen ist Sonntag. Jetzt ist, was ist heute? Freitag. Ich glaube, seit einer Woche. Ja, und hier wird die Türe von der Oma gemacht. Die Schrotttüre. Ich habe gesagt, mach sie neu. Nein, ich habe doch. Die will immer alles neu reparieren, ja, alt repariert haben. Ist ja gut, aber oh oh, der Spiegel ist runtergeflogen. Heide, nein, wer war denn das schon wieder? Die tun immer hier einen Spiegel hin. Frag mich nicht. Ja. Weil wenn der Gobi, die Schildkröte hier rauskommt, der sieht alles, wo Schildkröten durchsehen können, boxen die. Bist schon wieder draußen. Das ist's. Deswegen dachte ich, wir machen eine neue Türe. Aber wenn sie nicht will. Und Leute, meine Schwiegermutter, die machen das jedes. Salamu alaikum, ya Jasmin. Sabah al-Khair, min henatani. No, Lissi, enti mich roch viel betig? Aber dann, eine Arfa enti mischit. Die Schwägerin ist noch da, Salam. Sa? Alif Salema. Mahmoud. Aywa, eine Arfa enti roch viel bet. Mbera war aul, ena salena schan etninium, ena mich gai barra, aschan otamat, die abiat viel mwat, die sura. حلوة خالص. في قطنة رجليها مكسورة هني. أيوة يونس قالبر أنا شفته ما فيش فين هو؟ مش عارفة رجليها مكسورة هنا مع السرير جنبي. لما جنبك؟ أيوة نعمل كده وحاجة. عشان بيش دي كريم. فكرت وتعبان ما بفهم. Also ich dachte, Beige die Karte ist wieder da und der hat neben ihrem Bett geschlafen neben der Schwägerin und der hat einen Fuß kaputt gebrochen. Wir haben ihn doch gefilmt.
Keine Ahnung. Als der Strand, als ob nichts war. Keine Ahnung. Ja, die. Molochea. Lea Amelkedi. Eine Arfa, aber min Amelkedi. Masha Allah. Fi wakt. Guck mal, bis sie die. Mitzi. Kleine Maus. Khalas, alhamdulillah, mon jetzt jai wa amel die Beb. Alhamdulillah. Ha, Beb, du. Amuzu billah. Bis der kommt, ja. Okay, also, der beige Kater ist wieder da anscheinend. Hier, guck, das ist das Gips, was wir gekauft haben. Für drinnen, für dieses Zimmer wollen wir es probieren. Dieses alte Haus, Leute, das ist vom Bodensalz. Und der Boden im Winter ist extrem weich, weil der Nil steigt im Winter und dann steigt die Feuchtigkeit in die Häuser. Schau bis hier hoch. Deswegen haben wir auch höher gebaut. Wenn wir nämlich auch unten gebaut hätten, wäre das auch bei uns so. Schau. Die machen jetzt, bei uns ist es hier, steigt es hier gerade. Seht ihr? Das kommt aber auch vom Gießen und. Aber inshallah wird es bei der Schwiegermutter besser. Ja, hier sieht man es auch. Guck mal, alles. Aber die machen auch immer jeden Tag, tun die den Boden wischen. Das sieht ja jetzt immer nachmittags oder was weiß ich, wer Zeit hat, kommt und macht den Boden. Seht ihr die Feuchtigkeit? Aber das Gute ist, das geht hier nicht ab. Das ist meiner Schwiegermutter wichtig, dass man nicht jeden Tag hier machen muss. Was ist das für ein Müll? Ja, das ist es. Und... Komm mal her, Mietzi. Ach, hast gefunden. Ich habe die Dose raus. Ist ja. Da hat der Enkel den Kopf drin gehabt und ist nicht mehr rausgekommen. Ich bin gerade rechtzeitig gekommen. Der wäre verreckt. Ja, was machst du hier? Ich habe dich gesucht. Hast du das Futter gefressen da oben? Sag mal. Ja, Leute. Ich sage euch, wie es ist. Und es ist so. Ich habe die Crybaby abgegeben. An die Frau, die... 24/7 mit Kätzchen ist, die alte Oma hier. Weil ich kann Crybaby nicht zusammen mit Mietzi halten. Mietzi mag sie nicht und außerdem die Krankheiten, pipapo. Die schreit rum, alleine, da geht's auch nicht. Und deswegen ist sie jetzt, habe ich sie abgegeben an eine Frau, die sich besser kümmern kann. Ich gebe dann noch Futter ab und an und fertig. Ja, man kann, ich muss auch lernen abzugeben. Und die hat Zeit. Die wartet ja nur, die ist ja Rentnerin, die hockt daheim, die sitzt da mit ihren Katzen und freut sich, wenn sie noch eine neue Katze kriegt. Ihre andere Katze wurde geklaut, das Baby, wo sie gefüttert hat. Ja, jetzt gucken wir mal. Also ich habe die Verantwortung abgegeben, weil ich habe genug auf am Kopf, ganz ehrlich. Ich kann nicht noch eine einzelne Babykatze irgendwie. Ja, und die erinnert mich auch sehr stark an, ah, was will ich machen? An Luno. Ich war wirklich verliebt in den kleinen Kater. Was will ich machen? Ich muss das einfach... Es ist halt so. Gell, Mietzi? Ja. Du wächst auch nicht. Ich weiß nicht, was los ist mit dir. Was ist denn? Hm? Oder seht ihr, die wächst? Weiß nicht. Naja, okay. Was wollte ich euch noch sagen? Ah, ich soll zur Dua kommen. Ihr ganzes Haus ist voller Mücken. Ich habe nicht eine Mücke im Haus. Ich muss jetzt mal erklären, wie ich das mache. Ich sprühe auf und draußen mit extra so Gift sprühe ich meine ganzen Türen ein. Ne? Aber nur von außen. Und bei mir ist auch immer zu. Bei ihr ist auch immer zu. Aber die ist halt nachts wach und die hat Licht an. Und dadurch, dass die Schreiner hier Schrott bauen, finden die Mücken durch das Holz immer einen Eingang. Aber wenn das Holz schon stinkt nach Gift, dann gehen die auch da nicht dran. Deswegen haben wir nur Fliegen im Haus, die hier durchkommen, unten. Aber Mücken haben wir keine. Und sie hat halt auch Angst wegen dem Denguefieber für ihr Baby und für ihre Mutter. Für sie selber hat sie keine Angst, aber für andere. Die Mutter wollte ja kommen, aber... Ja, der wurde jetzt, Leute, ich weiß nicht was, ich kenne mich mit so Sachen nicht aus. Der wurde hier an der Vene... irgendwie eine Flüssigkeit reingespritzt, die bis zum Herz geht. Dann wurde geguckt und die hat doch keine Herzoperation bekommen. Okay. Und der Schwager, der drückt sich mit dem Termin für seinen Fuß. Weiß nicht, ich frage immer, ja, wann gehst du denn jetzt? Bald. Ich glaube, der hat Angst.
von den Schmerzen und alles. Der hofft immer, dass es besser wird, aber das wird nicht besser. Ich warte noch länger, dann wird der Fuß abgenommen. Dann lacht er. Ja, was willst du machen? Wir haben wieder Stromausfall, wie immer. Jetzt ist Freitag, alle sind beten, außer die Christen natürlich. Ich habe gedacht, meine Schwägerin ist weg. Jetzt ist die noch im Wohnzimmer, sitzt sie. Ja. Okay, heute fahre ich zu meiner Freundin ins Dorf und besuche sie. Die bringt auch was mit aus Deutschland. Ja, ansonsten weiß ich noch nicht, ob ich schon filmen darf. Das ist doch... Nee, ich dachte gerade, das sieht aus wie Aloe Vera, aber nee. Und ich weiß nicht, ob ich sie filmen darf in der Wohnung. Sie will, dass die Wohnung ist jetzt fast fertig, nur noch Deko. Gell, Fini? Ja, fein. Oh, Heidi, komm. Komm. Jack, Reif, Henak. Komm, Hettel. Mich keiner. Geht keiner. Ah, warte, die. Das ist die. Nehmen wir mit. Eine Decke, ein Teppich. Ja, meine Lieben, schauen wir mal, wie es heute weitergeht. Jeder Tag ist eine Überraschung. Hier. Ja, ich weiß gar nicht, haben wir den fürs Haus benutzt? Haben wir das für die Tiere benutzt? War der im Kinderzimmer? Muss ich mich noch erinnern. Der wird auch zur Wäsche gebracht. Und dann schauen wir mal, wie sauber der wird. Gell, Fini? Und Mizi? Ja. Mashallah, guck mal, der weiß ganz genau, er darf hier nicht reinkommen. Der sitzt einfach genau da, wo er weiß, er darf hier nicht rein. Ich finde das so toll. Na? Jetzt kommst du, weil ich rede. Ja, Habibi. Also, Mashallah, Younes, jetzt müssen wir auch mal was Gutes sagen. Die Abla hat gesagt, you hear? He is better than the children in the mathematics than the children in the sixth grade. The Abla. Der kommt gerade vom Lernunterricht und hat gesagt, der ist besser in Mathematik als die Kinder in der sechsten Klasse. Und der ist so glücklich, der Younes. Wir kommen sofort zu Dice. Weißt du, guck, ja. Der Gige. Jan so, das alles, ja nicht, aber nicht das Jan so groß, ein Sofa. Hast du Hausaufgaben gemacht? Nein, ich war voll nicht gut, aber und hat mich so gemacht, Jan. Die macht so wie die alle zwickt Kinder. Die Kinder. Macht so. Warum? Ja, aber ein Brach so. Und danach habe gesagt, nein, ich lasse nicht eine Frau schlagen, mich will gut. Und ich habe alles gemacht. Dass du dich nicht zwicken lässt, wirst du gut, Mashallah. Für er, Mahmoud. Fihaga, what you do there, Barra? Cement. Okay, gibt es da Oma? Die braucht immer Scheren, ich brauche keine. So. Also. Masha Allah, der heißt Garas. Der Junge. Auch ein christlicher Name. Garas. Und das Abu Garas, der Munies. Mashallah, Mashallah. Ach, für das hat er's gebraucht. Ablakash. Eins. Für hier. Und das ist jetzt zu. Super! Not bad. Okay, hä? Jetzt fahren wir los. Upsala. Fini, du passt auf. Younes say we can only open from inside. This is not true. Outside also. Okay, halas, yalla. The what? What bring the dog? Mash. Ja, Shani! Komm jetzt, wir haben keine Zeit. Wir sind voll spät dran. Komm, Fini. Komm. Fino! Abübti! Super! Come give another round food, please, till we go!
Medi Mizi. Medi, ja. Medi ist in Luxor. Ja, Labina. Uff. Ist das ein Also, ich hab doch gerade drauf gedrückt. Aufs Falsche. Jalla. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Voll im Stress. Sag euch, ich hab gesagt, abgesagt bei der Soraya. Hab so einen Hals gehabt heute. Mit Mahmoud gestritten. Ich weiß nicht mal warum. Danach war ich so sauer, dass ich bei der Soraya abgesagt hab. Und dann pfeift Mahmoud ein Liedle vor sich hin in der Küche. Voll happy peppy. Ich sag, aha, ich sag's dir. Wenn ich glücklich bin, machst du mich fertig. Wenn ich dann sauer bin, bist du glücklich. Dann kommt Lamina rein. Hast du Hunger? Ja. Dann häng schnell die Wäsche auf und kehr die Veranda von dem Bersim und dann komm essen. Wer denn für wen? Hat da Amina gesagt. Und Amina macht schon so Gesicht. Ich hab jetzt Hunger, nicht noch die ganze Arbeit machen. In 10 Minuten ist Essen fertig. Und pfeift da vor sich hin, gell? Und dann ist es, Jonas hat gegessen, ich bin fast fertig. Ich sag, sag mal, wo ist denn Amina? Oder ich bin beim Essen. Wo ist denn Amina? Will die nicht essen? Die hat doch gesagt, die hat doch so Hunger. Dann rufen wir sie, war sie im Zimmer. Ich hab gelernt, ich hab gedacht, es ist noch nicht fertig. Ja, und dann sagt der Mahmoud, ja, wieso kommst du denn in die Küche? Wir warten auf dich, dass du deine Arbeit fertig hast. Dann hab ich auf Spaß gesagt, die kommt denn in die Küche, dass sie von dir nochmal eine Arbeit bekommt. Und dann hat er so gelacht und ich auch, weil vielleicht stimmt's auch. Weil, ne? Und jetzt gibt's hier keine Arbeit mehr heute. Da war Amina sauer auf mich, dass ich sie so verdächtige. Awal Haji, ich bin war nicht sauer auf dich, aber dann wurde ich sauer auf dich. Ich war sauer auf Baba, weil ich habe gewartet wie ein Idiot in meinem Zimmer und habe gelernt. Und dann sagt er erst am Anfang, Taul, das Essen fertig. Ihr holt die. Ah, Habibti, alles Missverständnisse und wir so. Und dann wollte sie nicht essen, weil ich konnte nicht mehr aufhören zu lachen. Und sie hat gesagt, wenn du jetzt noch einmal lachst, ich habe mich zusammengerissen. Aber ich habe dann so, ich konnte nicht mehr vor lachen. Also ich sag's dir. Und dann wollte sie nicht mehr essen. Und ich so, Oksumbala, wenn du nicht isst, esse ich auch nicht. Also wie im Theater, weißt du. Dann habe ich gegessen, dann war ich wieder schlecht gelaunt, weil, ne? Ich weiß auch nicht. Amina war dann während dem ganzen Essen und Mahmoud pfeift vor sich hin. Alle sauer, hauer glücklich. Er glücklich. Super. Ich habe mich dann ins Bett gesetzt. Ich brauche nichts mehr. Ich bin auf 180. Steh auf, alles weg. Und ich so zu Soraya, ich komm. Ey, schnell angezogen, Kaffee runter. Und ja, jetzt sind wir da. Ich habe mein Kopftuch rumgewickelt. Oh. Mahmoud findet den Autoschlüssel nicht. Oh, aber jetzt sind wir wollten doch die Wohnung filmen, aber sie haben gesagt, besser ist es, wenn die Wohnung fertig ist. Dann ist alles on the point. Ne? Da fehlt nämlich noch Deko und. Und die kommen ja im Januar wieder, Februar, so rum. Und dann filmen wir mal richtig die Wohnung. Guck mal, der Neil, film mal dahin. Neil mit dem Sonnenuntergang. Yalla, 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 schneller. Ungefähr 40 Minuten von uns entfernt. Meine Freundin, ihre Mama ist auch da. Voll cool. Ja. Aufpassen, die Deutsche kommt. Kann nicht Auto fahren. Doch, besser als ihr Elle. Na, 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 na. Oder nicht? Vielleicht. Aber auf jeden Fall ein besseren Führerscheinlehrer gehabt als ihr alle. Er hat mich angeschrien manchmal, gell, dass ich Angst gehabt habe, reinzukommen ins Auto. Ich wurde voll gedrillt, bevor man überhaupt den Schlüssel anmacht. Anschnalle. Das war das Erste. Und dann, bevor man irgendwas macht, Spiegelkontrolle. Also es war wirklich wie... Ich hätte ihm eine gedonnert. Nee, bist verrückt. Das kann ich nicht machen. Wieso? Würdest du deinem Lehrer eine schmieren? Ja. Wem denn? Aber man hat doch Respekt vor den älteren Leuten. Ja, aber... Das sagst du jetzt so, aber das würdest du ja auch nicht trauen. Na, wie du gesagt hast,
Das brauche ich eh nicht, ich werde eh Sängerin. Ja gut, aber ich habe noch nie jemanden geschlagen. Also ich hatte in meinem Leben nie eine Schlägerei. Was? Dass ich jemand verprügelt habe, jetzt mit Fäusten oder so. Ich kann mir nicht erinnern zumindest, vielleicht, aber ich weiß es nicht mehr. Mein Bruder, klar, das ist was anderes. Aber du hast deinen Bruder verteidigt. Damals. Verteidigt und er mich. Aber dass ich jetzt aktiv irgendjemand voll verprügelt habe, ins Gesicht Ohrfeigen ohne Ende, habe ich nie gemacht. Ich kann viel mit Worten diskutieren und Leute runterdiskutieren, kaputt diskutieren alles. Aber schlagen traue ich mich nicht. Na, aber wenn es mal drauf ankommt, haha, wir werden sehen. Also, mir ist gerade was eingefallen. Ich habe meine Freundin in der Schule gefragt, bist du eigentlich eine, wenn du zum Beispiel Schläge kriegst, bist du eine, zum Beispiel nicht von den Eltern, sondern von einem Kind oder oder von einem Mitschüler. Bist du dann eine, die so weint oder direkt zurückschlägt? Da hat sie gesagt, ich bin beides. Ich tue ihn erstmal verprügeln und dann weine ich. Dann habe ich gesagt, warum? Da hat sie gesagt, weil ich dann bestimmte Sachen habe, wo ich noch nicht gemacht habe bei ihm. Verstehst du? Nee. Wo sie zum Beispiel, die hat ihm zum Beispiel einen Haaren gezogen. Mhm. Dann weint sie, weil sie hätte ihn doch noch zwicken oder beißen können, verstehst du? Oh, ich hab nee, dann das ist eher, man ist sauer, dass die ganze Wut kommt dann raus. Guck mal, sind die Wasserbüffel noch da? Ja, aber ganz die wenige. Die Wasserbüffel. Hey, Wasserbüffel. Warum ich immer die Wörter vertausche? Ist das, guck mal, der bin hier so schön. Ist das eine Krankheit? Wasserbüffel. Das gibt's doch nicht. Beißelämmer, mein Mai. Selema, mai mai. Ist doch blöd. Irgendwas stimmt mit mir nicht. Das muss eine Krankheit sein, ich als Hypochonder. Guck hier. Ich hab das Gleiche. Hast du das auch? Das vererbt die Krankheit. Guck mal, die verkaufen Öl auf der Straße. Ich finde, seine Hose ist viel zu hoch. Zeig uns nicht den Bobbes. Mit der weißen Jeans hier im Dorf. Uiuiui, Kampf von. Dann Kampf ganz böse. Kampf von. Der böseste Hund auf der ganzen Welt. Da vorne halte mal Abu Jardan. Younes will Eiscreme und du? Ich weiß es nicht. Ich überlege es mir. Du weißt so ein Bild, Mama. Die hat gesagt, wir schenken ihm die Hotkurasa. Hol mir ein Eiscreme. Ja, ich war bei den Näheren, Younes. Da gibt es keine guten Supermärkte. Genau, mach mal Platz da, Kerle. Alle sind Treppi, Iris ist Treppi mit ihrem Red Bull. Oh, ich bin noch ganz verschlafen, Kerl. Ich habe so einen kleinen Kaffee, aber das bringt nichts. Sie brauchen Red Bull, um wach zu werden. Dass ich da richtig Terror mache bei der freien Dinge. Der hat mir zwei Kaugummis geschenkt. Der Verkäufer, gell? Mhm. Ja, der sagt immer, das ist dein Mahal, immer bei den Deutschen. Gell? Überall, wo wir hinkommen, dein Mahal. Rosi, du musst von hier. Weil der Wind, dann stört es die Leute und der Wind ist praktisch in der Kamera und hört nicht, was wir reden. Beim Filmen nie aus dem Fenster halten. Boah, klein Unfallbau, dann ist das Ding kaputt. Komm, da fahren wir rein jetzt! Ihr könnt kein Fernsehen glotzen, heute nimmer! Voll gemein, nein! Masha'Allah, Allahumma barik, schön großer Fernseher. Weißt du einmal, war ein Mann mit seinem Esel. Der reicht auf dem Esel und Jonas sagt, ist das ein guter Esel? In dem Moment fliegt der Esel hin und der Mann fliegt auch hin. Ja. Wir konnten nicht mehr, alle haben gelacht und der Mann hat selbst gelacht. Mach Jonas! Hast du den bösen Blick? Ist das ein guter Esel? Er hat gesagt, Hamaram Rafligi. Vielleicht hat die sich so erschrocken, dass sie mal was Gutes hört von diesen Ägyptern, dass sie hingeflogen ist, steht der Esel. Es gibt doch gute Ägypter. Der ist mit dem Vorderbein umgeknickt, dass der Mann von so nach vorne geschleudert wurde. Hat er sich verletzt? Der ist aufgestanden, hat ihn uns einfach nur angeguckt. Der Esel? Der Mann. Der Mann.
Der Mann. Also beide. Beide, nein. Wahrscheinlich hat er sich gedacht, dieser Junge, wer ist das? Hat er den bösen Blick? War das Zufall? Es gibt keine Zufälle. Und das sind diese Gedanken, die die Leute dann haben. Dieser Junge, wer ist es? Vor diesen müssen wir uns in Acht nehmen. Kanntest du den Mann Jonas? Nein. Ich kenne ihn, also ich sehe ihn oft, aber ich weiß nicht, wie er heißt oder wo er wohnt. Der wird sich jetzt rar machen, dass niemand dir sagt, wie er heißt. Das wir nicht wissen. Er hat Angst jetzt vor uns. Guck immer, dass es nicht dunkel wird, dann hältst du die Kamera schief. Ja, ich sehe es. Du musst dann immer drauf tippen. Ich komme gerade und sehe. Ja, Mama, es ist hell. Du machst immer. Es ist einfach so, weil es draußen wird dunkler. Dann mach halt aus. Okay. Leute, das ist ein kleiner Sneak Peek von der Wohnung, aber das seht ihr erst im Februar, wenn sie wiederkommt. Sie hat einen veganen Apfelkuchen gebacken mit einem Ölteig. Die Kinder sind begeistert. Also, ich probiere für euch und sag euch, kannst du backen oder nicht? Mit Zimt, oh, ey, super lecker. Also, die kann man heiraten, aber die ist schon verheiratet. Alhamdulillah. Stromausfall! Stromausfall! Na? Beauty darf wieder raus. Ich zeige das Ergebnis. Mensch, Leute, habe ich gute Laune heute. Das glaubt ihr nicht. Ich glaube, meine Hormontabletten wirken. Das gibt's nicht. Also echt. Das, der Müll juckt doch mich nicht. Da, Tür zu. La, mach die Tür zu. Aho, sabah al-khair. It's a bab quiz. Ah, ala kedi. So. Maschi. Ashan Hosanu kelb barra. Umalo, alhamdulillah. Und warum? Ist doch egal, ist doch gut, lass sie raus. 3 Tage war Beauty jetzt im Stall. Und die muss jetzt auch ein bisschen raus. Und ich hole jetzt auch den Gobi und die Sahara raus. Die dürfen jetzt hier rum. Wir haben jetzt hier alles zu. Dann dürfen die hier sich selber. Gell, Fini? Dann kannst du dem Gobi das Gesicht wieder abschleckeln. Ja. Und du? Kommt keine Würmer mehr raus. Hanoi. Habibti, guck mal. Hübsche Maus, du wirst noch weiß. Du bist ein versteckter Schimmel. Ja. Katsching, katsching. Oh, wie schön das klingt. Oh, mein Test Toxoplasmose ist da per WhatsApp gekommen. Ich sag's euch gleich. Negativ oder positiv, dann kriege ich wieder schlechte Laune. Gucken wir mal. Negativ. Logisch. Subhanallah, nach 100 Katzen, du, habe ich kein Toxoplasmose. Das ist doch Subhanallah, kann ich dann nur sagen. Eigentlich müsste ich das haben. Mit den ganzen Dreckskatzen da, gell? Von der Straße. Nee, Bambi, du bist nicht gemeint. Und Prinz, du auch nicht. Angie? Ja gut, du kommst vom Ofen, du auch nicht. Miau, Habibti. Ja, guten Morgen. Guten Morgen, Klingelingeling. Ich habe richtig gute Laune, ich weiß es nicht, an was es liegt. Ich habe heute ein bisschen musig gehört, gell, ein bisschen. Vielleicht deswegen. Hast du Durst? Trink. Sei nicht schüchtern, Kerle. So, jetzt gehen wir hier rüber. Meh, Milka, Habibti. Hallo, hallo. Habibti, kommst du zu Mama? Meh, oh. Und du? Lass mich. Hast Babys gekriegt? Wo sind die? Nee, gell? Keine Frühgeburt, ich sag das. Mit sowas machen wir kein Späßle. Du, die Ziege, ich hab doch die Frau getroffen. Hast du eine neue Ziege gekauft, hab ich gehört. Hat sie gleich mitbekommen, die Alte. Ja, hab ich. Und dann kommt das Beste. Deine Ziege, die du zurückgegeben hast, hat eine Fehlgeburt gehabt. Die war schwanger. Nicht so wirklich. Du hast ja gesagt, die war nicht schwanger. Kann ich doch nichts dafür. Ja. Und wo sind die Schafsbabys? Nix. Nix da. Ja. Gibt's sich da. Also jetzt ist alles super. Jetzt können wir nächstes Projekt starten. Ha? Was ist das nächste Projekt? Gucken wir mal. Überdachung der Esel kommt noch. Ja, ihr.
ja, im Sommer, dass sie da einen Schatten haben. Und jetzt hole ich erstmal die Schildis raus. Hey, du, Nuki, bist du eine neugierige Ziege? Was ist denn da los? Gell? Chili, du musst noch frühstücken. Okay, Leute, das war's mit dem Video. Ich bringe jetzt den Gobi raus und hoffe, dass die Affen nicht abhauen. Gell? Jella, ihr Mäuse. Okay, also, bis die Tage. Bye, bye, die Sonne scheint. In meinem Herzen auch. Ciao.